Hallo Formel 1 Fans und willkommen zu einem weiteren Video. Bereits vor dem Rennen gibt es wichtige Neuigkeiten, die ich euch mitteilen möchte. Alfa Romeo Pilot Kimi Räikkönen ist von der Rennleitung nachträglich von der Qualifikation ausgeschlossen worden, weil sein Frontflügel bei der technischen Prüfung durchgefallen ist. Laut Artikel 3.9.8 des technischen Reglements dürfen sich die Flaps am Frontflügel, wenn sie mit 60 Newton belastet werden, nicht mehr als 5 mm verbiegen. 60 Newton entsprechen 6,116 Kilogramm. Die Regel wurde damals eingeführt, weil die Teams die Flügel mit Absicht so bauten, dass sie sich unter Belastung verformten, bei hohen Geschwindigkeiten flach stellten und damit den Luftwiderstand verringerten. Aufgrund der knappen Zeit bis zum Rennstart kann das Team die Komponenten nicht mehr wechseln. Er wird zusammen mit Pierre Gasly und Robert Kubica aus der Boxengasse starten. Kimi verliert seinen Startplatz 8, eigentlich 9, aber Antonio Giovinazzi muss wegen einem Wechsel des Motorsteuergerätes 10 Plätze weiter hinten starten. Auch Charles Leclerc wird dadurch einen Platz nach vorne kommen, er startet von Platz Nummer 9.